stehe jetzt hier gerade Nature und fern der Heimat. Nein, fern der Heimat bin ich nicht, aber noch ungeschminkt, also völlig Nature in meinen, in meiner Küche. Und ich habe gerade eben so eine Inspiration gehabt und es kommen so viele Eingaben zu mir und mit Ideen und ich sprudel da momentan über und ich bin da voller Euphorie und Energie und Kribbelkrabbel in mir und Aufregung, die ich so gar nicht weiß, wo ich die hinpacken soll. Und jetzt habe ich beschlossen, dass ich mit dir noch etwas teilen möchte, denn das Video ist besonders, sage ich mal, für hochsensible Menschen, denn ich fahre mich erstmal runter, sonst renne ich wieder innerlich los. Hochsensible Menschen nehmen einfach über eine ganz andere Art und Weise wahr. Und da gibt es aus meiner Sicht die Dinge zumindest. Das muss nicht stimmig für dich sein und das muss auch nicht deiner Wahrheit entsprechen. Das ist auch letztendlich völlig okay. Also solltest du Kommentare drunter packen, sei so gut und schreib gute Kommentare drunter. Ich kann auch mit Kritik umgehen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht kritikfähig bin. Aber ich finde immer, jeder hat seine eigene Wahrheit. Und wenn man sagt, nee, damit kann ich jetzt gar nicht oder das passt jetzt so gar nicht zu mir, dann sollte man einfach das Video ausklicken und sagen, okay, gut, ist Ihre Meinung, alles paletti, aber meins ist es nicht, ich gucke es mir nicht weiter an und damit sollte man es einfach auch sein lassen. So habe ich das zumindest, Dinge, wo ich sage, nee, da kann ich nicht mehr mitgehen oder nee, das ist nicht meins, die gucke ich mir dann einfach gar nicht mehr an. Nachrichten ist da für mich zum Beispiel ein Thema. Die gucke ich mir nicht mehr an, weil die für mich überhaupt nicht stimmig sind. Und es wäre schön, wenn du das auch in diesem Fall so tust, wenn du sagst, entspricht nicht meiner Wahrheit. Genau, so, jetzt will ich aber nicht abschweifen. Also es gibt, wie gesagt, aus meiner Sicht der Dinge drei Möglichkeiten, wie wir wahrnehmen. Die eine Möglichkeit, die wir wahrnehmen, das ist halt unsere Herzebene, tief in unserem Körper. Diese Empfindungen, die einfach aus dem Herzen, aus unserer Seele nach oben kommen, die wir auf dieser Erde leben wollen oder die Empfindungen, die auch im Zwischenmenschlichen im Raum sind, die man aus der Herzebene im Prinzip auf der Körperebene einfach empfindet, dann fühlt man sie nicht so intensiv in seinem eigenen Körper. Gerade als hochsensibler Mensch, dann nimmt man sie einfach wahr, dass sie von dem Außenstehenden kommen und damit ist es dann letztendlich auch gut so. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass wir selbst einfach auch im Kopf sind, mehr in der Kopf-Herz-Verbindung, dann spielt mehr der Kopf eine Rolle. Da ist zum einen, sage ich mal, unsere Prägung drin, die wir schon drin haben. Oh, ich bin jetzt aufgeregt und unruhig und im Kopf. Die spürt man dann letztendlich von sich selber, aber man spürt dann auch, was dann über diese göttliche Ebene, über unser Chakra hier oben in den Kopf hineinfließt, spürt man einfach diese Allverbundenheit, die wir alle miteinander haben. Das heißt, du spürst dann einfach diese Verbindung, die du zu diesem Menschen in dem Moment hast und verspürst dann auch in dem Moment die Energie. Das passiert so ein bisschen über die Kopflastigkeit. Wenn du kopflastig bist, unbewusst, da kannst du dann in dem Moment nicht so genau unterscheiden, bin ich das jetzt in meinem Körper, der jetzt unruhig ist? Oder ist es das, was ich spüre, was in meinen Körper hineinzieht, wodurch ich unruhig bin? Da muss man sehr bewusst und feinfühlig mit sich selber umgehen. Das ist einfach so ein täglicher Lernprozess, um das so für sich selber auch rauszufinden und um das für sich selbst auch, bin aufgeregt, um das ja auch wahrzunehmen, was bin ich nicht, ups. Aber das, was definitiv auch Fakt ist, was Kinder einfach haben, weil sie einfach diese göttliche Anbindung noch haben, ist diese Wahrnehmung zwischen Menschen auf menschlicher Ebene, auf göttlicher Ebene, auf Seelenebene, können Kinder das einfach fühlen. Mit zunehmendem Alter verlieren sie das durch diese Kopflastigkeit. Vielleicht behalten sie es auch, weil sie einfach auch eine ganz bewusste Erziehung diesbezüglich genießen dürfen. Und da können diese Menschen einfach tausende Kilometer von uns entfernt sein. Man spürt es trotzdem, so, weil man einfach eine Verbindung in dem Moment hat. Und da gibt es so Felder im zwischenmenschlichen Raum, die sind immer da, auch wenn man halt, wie gesagt, eben schon tausende Kilometer voneinander entfernt ist. Und dann spürt man das halt einfach, ob derjenige aufgeregt ist oder unruhig ist. Du wirst jetzt durch dieses Video, wirst du auch merken, dass ich aufgeregt und unruhig bin und dass hier eine Ladung Energie da ist, die gerade versucht, sich einen Weg zu bahnen. Das wirst du auch fühlen, wenn du das Video siehst. So, jetzt musste ich eine Pause machen, weil mein Sohn da war.
Guck mal, ich sitze in der Sonne und du siehst meine, die Sonne hier so reinscheinen, aber dann erkennst du mich nicht mehr. Ich gucke jetzt mal, sehe ich noch ganz anders aus. Ja, jetzt musste ich eine Pause machen, weil mein Sohn gerade da war und im Video mitgebabbelt hat. Das findet er immer nicht so gut. Genau, knüpfen wir mal nochmal da an, wo wir aufgehört haben. Das empfindest du einfach über diesen Raum, der da ist, und dann spürst du einfach, wenn du an denjenigen denkst. Das läuft über die Gedanken, dass du an denjenigen denkst, und dann hast du eine Empfindung einfach für denjenigen, weil du auf seiner Schwingungsebene dann bist. Und dann kannst du fühlen, dass er halt aufgeregt ist oder sie aufgeregt ist oder welche Empfindung da denn gerade da ist. Genau. Genau, das ist aber unser göttliches Bewusstsein, unser Seelenbewusstsein, was wir letztendlich alle in uns tragen, und wird bei jedem unterschiedlich ausgeprägt sein. Bei mir ist es sehr intensiv ausgeprägt. Das war es schon immer, denn kann ich dir abschließend noch sagen, wenn ich so an meine frühere Kindheit denke, dann habe ich oft die Dinge hier auf der Erde beobachtet und ich mache mal so, guck mal, ist besser. Und habe die Menschen beobachtet und habe immer so für mich selbst gedacht als Kind, irgendwas läuft hier schief, irgendwas ist hier nicht richtig. Gerade wenn sich so Paare gestritten haben oder wenn so andere Menschen mit dem Rollstuhl durch die Gegend gefahren sind oder zwischenmenschlich Krach war oder so. Das sind so, was, das kann passieren, dass man sich ein Bein bricht, und das kann passieren, dass man, weiß ich auch nicht, durch Unachtsamkeit auf einer Bananenschale ausrutscht, aber ich sage mal, dass wir einen Ego-Trip leben und dass wir uns in Beziehungen streiten und dass Menschen krank werden und nicht wissen, wie ihr Leben weitergeht und unter Depressionen leiden, das ist nicht wirklich der Sinn unseres Lebens, und das ist für mich persönlich etwas, wo ich sage, das ist nicht richtig. Das ist nicht der Sinn unseres Lebens und das ist nicht korrekt, das darf so eigentlich gar nicht sein. Und dieses Bewusstsein hatte ich schon als kleines Kind, musste vieles lernen, vieles verstehen lernen, erst um wirklich einfach auch an diesen Schatz ranzukommen, der ich letztendlich schon immer war in meinem Leben. Und dadurch kann ich dir aber heute so diese eigenen Erfahrungen von mir selber mitgeben, dass ich sage, hey, wir empfinden über göttliche Ebene einfach auch die Schwingung eines anderen, wir empfinden sie über die Herzebene und wir empfinden es auch halt, wenn wir in der Kopflastigkeit sind, weil wir selbst das schon in unserem eigenen Körper eine Verbindung aufgebaut haben. Dann empfinden wir das. Wir empfinden das mitunter in unserem eigenen Körper von dem anderen. Und wenn eine Verbindung aber schon entstanden ist oder eine eigene Unruhe aus gewissen Erfahrungen halt, dann ist die auch in uns, dann ist das auch schon einfach ein Thema, was in uns selber lebt. Genau. Was wir aber transformieren können, aber das ist ein anderes Thema. Gut, in diesem Sinn grüße ich dich jetzt ganz lieb in deinen Sonntag. Deine Heike.